mit den Worten. Er war Chemiker und sie ging gern neue Verbindungen ein. 10 Minuten Wissenschaft mit Felix. Ja, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie das Profilbild hier auf der ersten Seite. Das ist das aktuellste Bild, das ich derzeit von mir besitze. Also, der Vortrag des, der Tipp des Vortrags wird Polymere am Ende ein hitziger Überlebenskampf sein. Das ist ein origineller Titel, oder? Ich habe gedacht, das klingt ganz gut und besser als der tatsächliche Titel meiner Diplomarbeit, der da wäre Thermochemie Polio im Rührkessel der Erdung. Und fangen wir gleich mal an. Im Titel kommt der Begriff Polymer vor. Ja, was ist denn ein Polymer? Nun, kannst du es mal ein technisches Polymer ist, was der, oder wurde im Regelfall von einem Chemiker ja, hergestellt und ist ein synthetisches Makromolekül. Nun stellt sich die Frage, ein Makromolekül. Ein Makromolekül, das ist folgendermaßen. Sie kennen ja Atome, ja? C ist Kohlenstoff, ist das 12. Element im Periodensystem der Elemente, H ist Wasserstoff. Und diese beiden Atome bilden zusammen mit Stickstoff, Phosphor und Sauerstoff die Grundbausteine des Lebens auf der Erde. So, und diese Atome reagieren nun und mit chemischen Bindungen zu Atomgruppen, sogenannten Molekülen. Das abgebildete hier ist E2. Charakterisierend dafür ist die Kohlenstoffzahl C2. Wenn wir jetzt mehrere Moleküle in einem System betrachten und dazu noch ein Molekülfragment, ein sogenanntes Radikal hinzufügen, was es an der Stelle ist, ist erstmal egal. Interessant ist lediglich dessen Wirkung in diesem System, denn es bewirkt, dass die Bindungen neu geknüpft werden und aus einem bzw. N-Molekülen ein großes Makromolekül entsteht. Das habe ich Ihnen hier dargestellt. Cool, oder? Ja. Nun, üblicherweise reagieren also auf diese Weise 1000 bis 50.000 dieser kleinen Moleküle zu einem großen Makromolekül. Klingt also theoretisch ganz schön groß. So, ich habe Ihnen hier mal ein Molekül, ein Polymer dargestellt, damit Sie ein Gefühl für die Größe tatsächlich bekommen. Und hier sind also 100 dieser kleinen Einheiten miteinander verknüpft. Zur Erklärung, also in jedem Punkt hier ist ein Kohlenstoff mit zwei Wasserstoffatomen abgebildet. Ja, und der Chemiker gibt ja gerne für alles mögliche so Summenformeln raus. Und wenn er das hier machen würde, dann würde er auf C200H402 kommen. So. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, hat das vielleicht irgendwas damit zu tun mit den gefürchteten Viren wie EHEC 2011 oder H5N1-2-Vektorvirus 2010, hat das irgendwas damit zu tun? Nee, hat es nicht. Gut. wir haben also jetzt gelernt, dass so ein Molekül, so ein Polymer ganz schön groß sein kann. Und tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, so ein 50.000 Einheiten großes Molekül könnte gerade mal 12,5 Mikrometer groß sein. Also so groß wie gedacht ist es dann tatsächlich doch nicht. So, wenn wir jetzt ganz viele Polymere in einen Topf schmeißen, machen wir mal einige oder vielleicht ein paar mehr, sagen wir mal so 5 Milliarden, dann kommen wir auf einen 1 mal 1 mal 1 Millimeter großen Kunststoff. So, und Kunststoffe kennen Sie. Da sind zum Beispiel Einkaufstüten oder Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel von dieser Fachzeitschrift hier, so wie sie im Briefkasten landet. Ja, oder um die Klischees zu bedienen, ja, für Männer die Gehäuse von Bohrmaschinen, für Frauen die Gehäuse von Küchengeräten oder... Entschuldigung, Frau, meine Damen, der ging auf Ihre Kosten, aber ist wichtig, der kommt am Ende nochmal wieder. So, oder für Kinder hier, ja, hinten 18, oder? Ja, passt noch. Puppen zum Beispiel, ja? Wie zum Beispiel diese Puppe hier, ist vollständig aus Kunststoff. Ja, da lächelt er mich an, scheint nicht recht zu haben. Okay, gut. Nun stellt sich die Frage, Kunststoffe bestehen also aus mehreren Polymeren. Und was hat das mit diesem, wie ich hier oben geschrieben habe, hitzigen Überlebenskampf oder wie es im Titel meiner Diplomarbeit heißt, Abbau von Polyolefinen zu tun? Nun, das erkläre ich Ihnen jetzt. Sie kennen bestimmt diese Symbole hier. Da stehen immer auf Kunststoffteilen drauf, PE, PP. Das ist also die Kennzeichnung für Polyethylen und Polypropylen. Polyethylen hatte ich Ihnen gerade schon gezeigt. Das war das Molekül hier. Und Polypropylen ist jetzt ganz ähnlich zu dieser chemischen Verbindung. Und ist auch ein Polyolefin, deswegen beschäftige ich mich in meiner Diplomarbeit mit Polyolefin und sieht so aus, ja? Ganz ähnlich. Lediglich an jedem zweiten Kohlenstoffatom nochmal eine Methylgruppe, eine CH3-Gruppe dran. Gut, und warum will ich die jetzt abbauen? Ich habe gerade eben erzählt, dass Chemiker mühevoll versucht haben, diese Polymere aufzubauen. Warum will ich die jetzt abbauen? Naja, die Sache ist die, jeder von uns produziert Abfall.
Und so entstehen also in Deutschland Jahr für Jahr 5 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. 4 Millionen Tonnen davon alleine aus Siedlungsabfällen. Das sind 50 Kilogramm Kunststoffabfälle pro Person pro Jahr. So, und diese müssen entsorgt werden. Und die setzen sich so zusammen, dass sie zu 45% aus Polyolefinen bestehen, womit ich mich beschäftige. Ja, und es stellen sich vielleicht die Fragen, da war doch 2011 so ein Hype um diese Biokunststoffe. Ja, Sie erinnern sich, die Danone-Becher zum Beispiel. Ja, also die hatten so einen Marktanteil. Und Martin jetzt unterstellt, dass der Marktanteil enorm wachsen wird in den nächsten Jahren. Ja, da hat man durchaus recht. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie sich wachsen wird bis 2015. So. Ja, man hat mitunter recht, natürlich eine enorme Steigerung von 0,3 Millionen Tonnen auf 0,5 Millionen Tonnen. Denn wenn Sie praktisch keinen Marktanteil haben, dann ist natürlich jede Steigerung ganz schön groß. Okay, kommen wir also zu dem Abbau von Polyolefin oder generell Kunststoffen. 2011 soll eine Verwertungsquote für Kunststoffabfälle von 100% erreicht werden. Wieso beschäftige ich mich jetzt also damit? Nun, schauen wir uns das mal genauer an. 30% dieser Kunststoffabfälle sollen recycelt worden sein. Mit einer Methode, die sich werkstoffliches Recycling nennt. Ja, 30% immerhin. Der Rest wurde verwertet, energetisch verwertet, das heißt verbrannt, in Müllverbrennungsanlagen. Also zu Strom und Wärme umgewandelt und das auch nicht mit so einem sonderlich hohen Wirkungsgrad von gerade mal 20%. Und um dieses Ungleichverhältnis auszugleichen, wurde vom Europäischen Parlament 2008 eine Richtlinie erlassen, die wie ein Damoklesschwert über der Kreislaufwirtschaft und Energiewirtschaft schwebt und diese beiden entzweien wird. Und so wird die Kreislaufwirtschaft an das Recycling nun gebunden. Ja, und da ist es jetzt der Punkt gekommen, sich mit dem Recycling mehr auseinanderzusetzen. Es gibt das werkstoffliche Recycling, das müssen Sie sich so vorstellen. Die Kunststoffe werden mechanisch von Unreinheiten getrennt. Und jetzt geht es ganz witzig weiter, so wie es ursprünglich im Parlament von den Politikern bei der Verabschiedung der Richtlinie auch zuging. Die Kunststoffe werden bei 250 Grad aufgeschmolzen, heiß filtriert und dann als Granulat der kunststoffverarbeitenden Industrie wieder zugeführt. So, die schmelzen das wieder auf, überführen das in die Kunststoffe, die sie haben wollen, oder in die Formen, die sie haben wollen. Und ja, irgendwann wird es dann wieder als Abfall. So, und das Ganze hat aber ein Problem, denn bei jedem Verarbeitungsschritt, bei 250 Grad, wenn die Polymere fließen, ja, die sind ja riesenlang, verhaken die sich ineinander und zerreichen sich gegenseitig. Und dann passiert es eben, dass also die Kettenlänge abgebaut werden und die Polymere kürzer werden und dadurch auch ein Eigenschaftsverlust resultiert. Und da sind wir jetzt wieder bei den Küchengeräten, denn wenn so eine Polymerkette kürzer als 100 Kohlenstoffatome wird, dann können sie die schmecken. Und wenn also so ein Kunststoffgerät unsachgemäß hergestellt wurde oder ja, die Kunststoffware aus oder zu häufig recycelt wurde, dann können sie das schmecken und das muss man alles beachten. Und da diese Methode also so unzureichend ist, wurde das rohstoffliche Recycling entdeckt, wurde allerdings noch nicht entwickelt, das hat einige Probleme. Und damit beschäftige ich mich jetzt in meiner Diplomarbeit. Da werden also die Kunststoffe genommen, hochgeheizt auf 400 Grad Celsius unter Sauerstoffausschluss. Und dabei zersetzen sich in flüchtige Komponente und diese werden jetzt aufgefangen und Aufgabe meiner Diplomarbeit ist es, zu beweisen, dass diese leichtflüchtigen Fragmente wieder zurück polymerisiert werden können in Kunststoffe. Ja. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen also mit diesem Vortrag zeigen, dass man sich doch durchaus mit so einem Verfahren oder mit dem Lebensweg von Kunststoffen auseinandersetzen kann und sollte, aber an und für sich brauchen Sie das nicht, denn es gibt ja Leute, die das machen.